Servus zusammen zu einem Infinity Battle Report. Wir spielen heute die Mission Acquisition. Hier in der Mitte gibt es einen Tech-Coffin. Dafür gibt es Siegpunkte, wenn man diesen am Ende des Spieles hält. Und an den Seiten hat man noch jeweils eine Antenne, die man aktivieren kann für Siegpunkte bzw. halten kann. Und zusätzlich hat noch jeder Spieler ein Classified Objective. Wir spielen heute hier 150 Punkte auf dieser mit dem Gelände mitgelieferten Spielmatte. Und zwar JSA gegen O12. Aber keine Sorge, es werden auch weitere und andere Spiele dann in Zukunft kommen. Es ist bereits eine Spielmatte auf dem Weg zu mir. Die JSA werde ich heute ins Feld führen, und zwar, was habe ich dabei? Vorne eine Ryokan Unit 9 mit Forward Deployment, Kuroshi Rider auf dem Bike, einen Kenpei mit Chain of Command, einen Kaisotsu mit HMG, einen Kaisotsu Paramedic, das ist das weibliche Modell hier, dann noch einen Kaisotsu Hacker und eine Tomaru mit Boarding Shotgun. Diese fünf Modelle bilden auch ein Fireteam Core. Das sind 148 Punkte und 2 SWC. Und hier haben wir nun die O12-Liste mit einem Kappa Paramedic, das ist dieses Modell hier. Dann ein Team Sirius Hacker, einem Epsilon mit Multisniper Rifle, 2 Varangian Guard, die werden durch die beiden weiblichen Kappa dargestellt, eine Alpha Unit, einen Küterbot hier hinten und zum Abschluss noch einen Gangbuster hier vorne. Das macht genau 150 Punkte für O12 und auch 2 SWC. Und wir kommen zum Wurf um die Initiative und sehen uns dann nach der Aufstellung. Beide den Initiativwurf geschafft. O12 höher mit der 12, also O12 wird sich gleich etwas aussuchen und dann, wie gesagt, sehen wir uns gleich nach der Aufstellung. Wir haben aufgestellt, die O12 hat sich dazu entschieden, anfangen zu wollen. Dementsprechend ist die JSA auf die darüber liegende Seite gegangen und die O12 musste als erstes aufstellen. Und zwar, wir haben hier einmal vorne den Gangbuster, etwas dahinter steht ein Varangian Guard, auf dem Dach der Epsilon, am Fuß des Gebäudes der Kappa, Paramedic Prone, hier die zweite Varangian Guard, auf dem Dach der Flash Bull Spot, hinter dem Gebäude Prone die Alpha Unit und hier weiter vorne schon am fast Missions an der Antenne dran das Team Sirius. Und dann kommen wir zur Aufstellung von JSA. Hier links Prone, der Kaisotsu Hacker auf dem Gebäude des HMG, der Kaisotsu mit dem HMG, dahinter die Kuroshi Rider und hier bei dem Gebäude dahinter die Tomaru, die Paramedic Kaisotsu und der Kenpei Dai Prone. Hier vorne auf der Brücke die Ryokan Unit 9 mit Forward Deployment, ebenfalls Prone. Die JSA, ich habe mich dazu entschieden, hier dann das Fireteam doch nicht zu bilden, sondern aufzuteilen aufgrund der wenigen Figuren und Fireteams auf diese Größe vielleicht
doch nicht so sinnvoll zu spielen. Daher die Entscheidung gefallen, kein Fireteam zu bilden. Und dann noch hier vorne einmal hier bei der Reklame und hier unter der Brücke die beiden HVTs, hier für das HVT von O12 und hier dieses von mir, von JSA. Kleiner Thema hier noch, wir haben uns hier entschieden, die 4 Zoll Abstand zur Aufstellungszone wegzulassen, weil eben mit 150 Punkten auf dieses Spielfeld, das ohnehin schon recht knapp wird, wie man sieht, schon mit der normalen 12 Zoll Aufstellung bei dieser Mission, ist man dann eben schon doch sehr nah beieinander, weil hier haben wir schon die 12 Zoll Aufstellung vom Hacker. Und wenn wir uns das anschauen, die nächsten Modelle der O12 sind dann doch schon recht nah dran, also viel Platz ist hier nicht. Daher die Entscheidung, diese HVT-Regel ein bisschen außer Kraft zu setzen und eben auch keine Fireteams zu spielen. Aber hier auch bitte gerne Info von euch, wenn es gewünscht ist, spielen wir auch auf diese Größe bzw. auch bei 200 Punkten mit Fireteams. Für dieses Spiel werden wir jetzt aber mal weglassen. Und damit, das war die Aufstellung, hätte ich gesagt, wir sind gleich zurück mit Runde 1 von O12. Und hier noch ganz vergessen, haben wir noch einen Camo-Marker von O12, der ist vorher vergessen worden aufzustellen. Und dann kommen wir zur Runde 1 O12. O12 hat insgesamt 8 Orders, eine Lieutenant Order, 4 Command Tokens und hier diese beiden violetten Marker sind die Impetuous Marker für die Varangian Guard, beziehungsweise verwenden wir generell hier im Spiel für die Impetuous Marker. Und mit diesen starten wir auch gleich. Die erste Varangian Guard hier bewegt sich mit der ersten Aktion der Impetuous Order nach vorne. Steht jetzt hier, das HMG hier oben hat als Arrow einen Shot angesagt auf die Varangian Guard und die Varangian Guard wird dodgen. Dodge der Varangian Guard auf die 3. Schuss auf die 2. Die Varangian Guard kann erfolgreich dodgen. Und steht damit ein Stück weiter vorn. Und wir kommen gleich zur zweiten Varangian Guard. Mit der ersten Aktion hat sie sich nach vorne bewegt, kein Arrow. Und mit der zweiten Aktion wird jetzt eine Rauchgranate geworfen. Oder doch nicht. Keine Rauchgranate. Erster regulärer Befehl geht in das Team Sirius. Sie bewegt sich an die Antenne heran und mit einem plus 3 Willpower Check möchte sie die Antenne aktivieren. VIP 13 plus 3 16 ist auf die 15 geschafft. Sie hätte jetzt auch noch einen zweiten Würfel werfen können, haben wir vergessen, aber ist, wie wir sehen, hier gar nicht notwendig, sonst hätten wir ihn jetzt einfach nochmal nachgeholt. Nächste Order geht in die Varangian Guard hier vorne. Diese bewegt sich mit der ersten Aktion nach vorne. Der erste Skill hat wieder eine Arrow ausgelöst beim HMG, beim Kaisotsu HMG, der wieder schießen möchte und
die Varangian Guard wirft eine Rauchgranate als zweiten Skill. Damit liegt hier jetzt die Rauchgranate und der Schuss des Kaizotsu ging daneben. Wegen des Rauchs aktiviert als nächstes der Epsilon und mit seinem Multispektralvisor Level 2 schießt er jetzt durch den Rauch durch auf den Kappa, der sich dazu entschlossen hat zu dodgen. Reichweite ist 0, weil wir innerhalb von, also unterhalb von 24 Zoll sind und damit ein BF von 13 plus die, minus die Deckung sind wir auf 10. Der Kaizotsu konnte erfolgreich dodgen, wurde nicht getroffen und bleibt somit auf dem Dach stehen. Nächste Order geht nochmal in den Epsilon und es passiert das genau gleiche nochmal. Wieder nicht getroffen. Mit seiner ersten Aktion, mit seinem ersten Skill hat der Epsilon geeidelt. Der Kaizotsu hat wieder als Reaktion gedodged und hat den Dodge geschafft, weil mit 17 der Treffer des Epsilon nichts gemacht hat. Nächste Order geht hier in die Varangian Guard. Die wird sich mit dem ersten Skill nur ein wenig nach rechts bewegen und dann nach vorne versuchen, eine Rauchgranate zu werfen. Die Rauchgranate Rauch liegt erfolgreich. Die Varangian Guard musste aber gleich noch eine zweite Order aufbringen dafür, hat es mit der ersten Order nicht geschafft. Da sie jetzt durch den Rauch geschützt sind, wird sich das Team Sirius von seiner Position wegbewegen in Richtung Mitte des Spielfeldes. Und mit der letzten Order plus einem Command Token werden Team Sirius und auch der Gangbuster in Suppressive Fire gesetzt. Der hat nämlich eine Combi Rifle. Keine Boarding Shotgun, haben wir glaube ich vorhin gesagt. Zug 1 JSA. JSA hat jetzt noch 7 Orders, eine Lieutenant Order und 4 Command Tokens. Als erstes wird eine Order ausgegeben, inklusive einem Command Token, und es werden aktiviert das HMG, dann hier vorne die Ryoken Unit 9. Und das war's dann auch erstmal, diese beiden Einheiten. Erster Skill, die Ryoken Unit 9 wird sich ein bisschen nach vorne bewegen, um den Epsilon sehen zu können, wird dabei prompt bleiben. Und der Kaizotsu idelt. Als Reaktion hat der Epsilon einen Schuss angesagt auf den Kaizotsu und beide Einheiten schießen zurück auf den Epsilon. Die Ryoken Unit 9 schießt als erstes und trifft mit der 4 einmal. Das ist kein vergleichender Wurf. Rüstungswurf wäre geschafft von Epsilon gegen den Treffer der Ryoken Unit 9. Müsste noch einen Guts-Test machen, um stehen zu bleiben. Schauen wir aber mal, was sonst noch passiert mit den 4 Schüssen des HMGs. Auf die 10 minus 3 Reich, minus 3 Deckung, minus 3 Mimetismus
ist auf die 4 plus 0 für die Reichweite, trifft nur die 3. Und das ist zu viel. Damit kein Guts-Test mehr notwendig. Der Epsilon ist bewusstlos. Nächste Order geht wieder aufs HMG, dieses idled. Und wir haben gerade gemerkt, der Flash-Pull-Spot kann auch eine Sichtlinie ziehen. Der wird jetzt als Reaktion seinen Flash-Pulls abfeuern und der Kaisotsu zurückschießen. Trifft auf die 7. Eine 3 und eine 1. Flash-Pulls kritisch. Der Save vom Kaisotsu. Nicht geschafft, also ist er gestunt. Ja. Mit der neuen Crit-Regel wäre hier natürlich noch ein zweiter Rüstungswurf auf BDs notwendig gewesen. Aber da der erste schon nicht geschafft worden ist, sparen wir uns das jetzt hier an dieser Stelle und wir machen weiter. Nächste Order geht in die Kurushi Rider, die bewegt sich nach vorne mit dem ersten Skill. Steht nun hier vorne. Die Varangian Guard mit Sichtlinie wird auf sie schießen mit der Submachine Gun und sie mit der Light Shotgun zurückschießen. Die beiden Schüsse der Light Shotgun bekommen drei Modelle drunter und das Ganze zweimal. Andere Aros gibt es aktuell nicht. Die beiden Rüstungswürfe der Varangian Guard. Beide geschafft. Die Sirius Unit. Einmal geschafft, einmal nicht geschafft. Und ist damit bewusstlos. Und noch zweimal der Bot selbst. Und der Sirius Bot. Auch einmal nicht geschafft. Und noch der Schuss von der Varangian Guard zurück. Auf die 7. Auf die 7 trifft. Rüstungswurf nicht geschafft. Am Ende sind die beiden O12 Einheiten hier bewusstlos, beziehungsweise die beiden Member von Team Sirius und die Kuroshi Rider leider als Verlust entfernt. Der nächste Befehl geht in die Ryoken Unit 9, die wird sich mal über die Brücke weiter bewegen und dabei erstmal noch prone bleiben. Mit den insgesamt noch drei verbleibenden Befehlen hat sich die Ryoken Unit hier nach oben bewegt, auf das Gebäude und mit der letzten Aktion Coup de Grâce ausgeführt und den Epsilon damit aus dem Spiel genommen und sich hat sich zum Schluss auch noch im letzten Order oder davor war sie schon prone, als sie bei der Stiege raufgekommen ist, sodass sie hier auch vom Bot nicht gesehen werden konnte. Und damit kommen wir auch gleich in Runde 2. Zug 2 O12. O12 hat jetzt noch 6 reguläre Orders, Lieutenant Order und die beiden Impetuous Orders von den Varangian Guards. Bevor O12 jetzt anfängt, der Stun-Token ist weg beim Kaisotsu. Erste Impetuous Order hier von der Varangian Guard wird sich um die Reklame herum bewegen, auf der linken Seite in der Mitte des Spielfeldes in Richtung des Kaisotsus. Steht hier jetzt an dieser Position als Aro, der Kaisotsu wird auf sie schießen. Und die Varangian Guard schießt auf ihn zurück. Die Varangian Guard hat zweimal getroffen und der Kaisotsu nichts. Und nach einer 1 beim Rüstungswurf und einem höheren 16er, glaube ich, ist der Kaisotsu jetzt bewusstlos. Stimmt gar nicht.
Die Submachine Gun hat ja AP-Shock-Munition, also ist der Keisatsu aus dem Spiel ausgeschieden. Die zweite Varangian Guard wird sich jetzt einfach nach vorne bewegen in Richtung der Häuserecke, die jetzt gerade nicht zu sehen ist von dem Gebäude, und ist dann bis hier vorne gekommen. Eine reguläre Order und ein Command Token für beide Varangian Guards und für den Paramedic, und sie werden sich erstmal mit dem ersten Skill bewegen. Mit dem zweiten Skill haben sie sich auch nochmal bewegt. Der Paramedic hat sich in Base-Kontakt gestellt mit dem Modell der Sirius-Einheit, und die beiden Varangians, die linke Varangian-Einheit ist in der Häuserwand stehen geblieben an der Ecke, und das zweite Modell hat sich noch ein bisschen nach vorne bewegt. Zweite reguläre Order, der Paramedic versucht, die Sirius-Einheit wieder aufzurichten mit einer Wunde zurückzuholen. Das klappt auch, und damit ist die Einheit wieder im Spiel. Ich glaube jetzt ohne den Bot, weil dieser müsste ja von einem Ingenieur wahrscheinlich einen Strukturpunkt zurückbekommen. In dem Fall würde ich mal sagen, bitte gerne in die Kommentare, was ihr da für richtig haltet oder wie es richtig gemacht wird. Und mit dem zweiten Skill hat sich der Paramedic noch ein bisschen umgestellt. Nächste Order geht in die Varangian Guard mit den roten Haaren. Die bewegt sich an die Ecke der Häuser, des Hauses hier unten. Steht hier nun dahinter. Die Domaro-Einheit kann eine Sichtlinie auf sie ziehen und hat als Aro einen Schuss angesagt. Und die Varangian Guard schießt zurück. Varangian Guard schießt dreimal auf die 10. Trifft zweimal. Mit der Direct Template trifft die Domaro automatisch. Rüstungswurf dafür. 14 plus 3 für die Deckung. Auf Stärke von 14 ist gesaved von der Varangian Guard, und die zwei Rüstungen zurück bei der Domaro. Plus 3 für Deckung, plus 3 für die Rüstung, also Stärke 13, würde man eine 7 oder höher brauchen. Einer gesaved, einer nicht, also die Domaro bekommt eine Wunde. Die Domaro hat eine Wunde bekommen, und aufgrund von zwei Wunden ist sie auch schockimmun, also bleibt sie mit einer Wunde stehen. Die Varangian Guard bekommt gleich noch eine Order. Erster Skill Idle. Die Domaro hat sich entschlossen, wieder zu schießen direkt, und die Varangian Guard wird wieder ebenfalls schießen. Die Varangian Guard hätte mit 11 und 6 zweimal getroffen, aber beide mal mit 12 und 18 gerüstet. Und noch der Rüstungswurf der Varangian Guard ist mit einer 6 nicht geschafft. Damit ist die Varangian Guard bewusstlos. Als nächstes aktiviert die Sirius Team Einheit und bewegt sich in Richtung des zweiten Missionszielmarkers, also der zweiten Antenne auf der anderen Seite des Spielfeldes. Am Ende ist sie mit beiden Befehlen bis ans Missionsziel ran, mit den übrigen, und mit dem zweiten Skill versucht sich jetzt die zweite Antenne auch zu aktivieren. Mit zwei Würfeln diesmal, das geht durch. Und damit gehören beide Missionsziele, beide Antennen aktuell aktiviert von der O12. Zum Anzeigen verwenden wir hier die Würfel, und dann bleibt noch der Lieutenant-Befehl, und der Alpha hat sich entschlossen, sich weiter nach vorne zu bewegen und steht jetzt hier vorne, und das war Runde, also Zug 2 von der O12. Zug
2 JSA mit 5 Regular Order und eine Lieutenant Order plus noch 3 Command Tokens. Mit dem ersten Skill von der ersten Order in Runde 2 bewegt sich die Ryokan Unit weiter nach hinten, bleibt dabei prone und wenn sie in Reichweite ist, möchte sie versuchen, den Flash Pulse Bot zu hacken mit Trinity. Sie hat sich nun hier nach hinten bewegt, ist nach wie vor prone, wie gesagt, und ist auch in Reichweite, weshalb sie jetzt Trinity verwenden wird und die Drohne macht einen Reset. Der Hackerangriff mit Burst 3 wäre auf die 16, trifft also nur die 2 und Reset. Okay, passiert nichts. Mit der nächsten Order das gleiche nochmal. Treffen alle 3 und Reset. Ist geschafft, aber zu niedrig. Es sind für den Bot nun 3 BTS Rolls auf Gegenstärke 14. Die 14 wäre geschafft, die 2,6 nicht. Damit verliert der Bot 2 Strukturpunkte und ist Second Level Unconscious. Nächste Order in die Ryokan Unit. Sie bewegt sich, steht dabei auf und geht in Richtung der Treppe, dem ersten Skill. Sie hat sich jetzt bis hierhin bewegt und da sie in Kontrollzonenreichweite, in die Kontrollzone des Gamebusters gekommen ist, konnte sie einen Wurf machen und konnte sich aufgrund des erfolgreichen Wurfs jetzt umdrehen. Dafür ist jetzt Suppressive Fire weg, aber er sieht jetzt in die Richtung der Hackerin. Vorletzte Order für JSA. Die Ryokan Unit wird sich hier so bewegen, dass sie den Gangbuster sehen kann. Er hat auch jetzt eine Sichtlinie zu ihr. Als Arrow wird er schießen und sie schießt zurück mit er mit einer Kombi Rifle und sie mit der Submachine Gun. Die 11 und die 7 der Ryokan treffen und 2 Rüstungswürfe. Mit 10 und 11 beide nicht geschafft, auf Gegenstärke 13, also ist der Gangbuster verliert auf unter 0 Leben und aus dem Spiel. Mit der letzten Order wird die Ryokan Unit jetzt versuchen, die Hackerin hier unten auszuschalten von Team Sirius. Und die hat es nicht geschafft, sich umzudrehen und sieht damit jetzt komplett in die falsche Richtung. Kleine Planänderung, mit der letzten Order hat sich die Ryokan Unit nur ein wenig herunterbewegt. Und da sich jetzt beide in der jeweiligen Kontrollzone des anderen befinden, wird die Sirius-Einheit mit einem Hack antworten als Arrow, und zwar Oblivion. Und die Ryokan Unit 9 wird versuchen, den Hacker auszuschalten mit Trinity. Auf die 16 für die Ryokan Unit 9 und auf die 13 für die Team Sirius Einheit. Trifft zweimal Trinity mit 11 und 15, die 18 ist nichts. Gegen Stärke 14. Okay, ist einmal kritischer Rüster gegen das Hacking und einmal mit 11 nicht geschafft. Damit ist Team Sirius wieder bewusstlos.
Runde 3 noch 3 Regular Orders, einen Patches Order und 2 Command Tokens, die bei O12 übrig bleiben. Die Varangian Guard hat den Patches Order nicht ausgegeben. Mit der ersten Order, beziehungsweise mit der Lieutenant Order, bewegt sich der Lieutenant nach vorne, hat sich mit seinen beiden Bewegungen bis hierher bewegt, keine Arrows. Und die erste reguläre Order der dritten Runde geht wieder auf den Lieutenant, zusammen mit einem Command Token noch auf die Varangian Guard und auf den verbleibenden Kappa Paramedic, und sie bewegen sich mit dem ersten Skill. Und mit dem zweiten Skill sind sie auf Suppressive Fire gegangen. Die beiden verbleibenden Orders lassen sie jetzt erstmal, weil sie eigentlich nicht mehr viel machen können. Die O12 hat aktuell alle beiden Antennen aktiviert und hält aktuell das mittlere Missionsziel. Somit kommen wir jetzt gleich zum Ende des Spiels mit Runde 3 für die JSA. 5 Orders plus Lieutenant Order plus 3 Command Tokens bei der JSA für den Start von Runde 3. Der Kaisotsu-Hacker hinter dem Turm aktiviert mit seinem ersten Skill und bewegt sich an die Hausecke heran, um den Paramedic hinter der Reklame zu sehen. Die Bewegung wurde jetzt doch nur zu einem kleinen Maß ausgeführt, um nur die Varangian Guard zu sehen und noch sonst kein Modell. Die Varangian Guard hat sich dazu entschlossen zu schießen und mit Suppressive Fire, und der Kaisotsu wird ebenfalls feuern. Der Kaisotsu schießt dreimal auf die 10, Ballistic Skill 10 plus 3 Reichweite minus 3 Suppressive Fire. Trifft alle 3. Und davon einen Crit. Varangian Guard hat ebenfalls BS10 wegen Suppressive Fire ebenfalls 3 Schuss, daher auch reichweitentechnisch plus 0, bleibt also bei 10, minus 3 für die Deckung beim Kaisotsu, also auf die 7. Ebenfalls ein Crit, also auch hier. Es heben sich beide Ergebnisse auf und kein Treffer erzielt von keinem von beiden. Mit der nächsten Order wird der Kaisatsu idlen. Die Varangian Guard hat sich dazu entschlossen, wieder zu schießen, und er schießt noch einmal zurück. Also wieder 10 gegen 7. Also beide Kaisatsu-Treffer gehen jetzt auch durch mit 5 und 7. Die Varangian Guard hat total daneben geschossen. 2 Rüstungswürfe gegen die 13. Minus 2 für die Rüstung von 2, also 2 mal auf die 11. Ein Punkt Schaden. Und die Varangian Guard ist ebenfalls bewusstlos. Hier noch der Bewusstlosmarker. Gut, da wären jetzt wesentlich bessere Aktionen möglich gewesen als das Schießen, sehe ich gerade, aber okay. Ist leider so, daher haben wir das Spiel jetzt mit der JSA wahrscheinlich hergegeben, aber schauen wir noch, was wir damit machen können. Gut, mit der drittletzten Order bewegt sich die Ryoken Unit und klettert vom Gebäude herunter, und mit einem zweiten Befehl hat sie sich jetzt bis hierher bewegt, und da jetzt nur mehr eine Order übrig bleibt, beziehungsweise nur mehr die Lieutenant Order noch als zweites,
die uns aber in der Situation nicht mehr wirklich etwas bringt, wird sie mit der letzten Order aktivieren und versuchen, den Button noch zu drücken. Und wir haben noch in Verbindung damit zwei Command-Tokens für diese beiden Befehle ausgegeben, um auch den Kaisotsu-Hacker hier rüben zu bewegen. Der ist ebenfalls einmal mit Klettern über das Schild hier herüber und hat sich ebenfalls bewegt. Und somit bleibt uns jetzt noch ein Command-Token übrig und ein Befehl. Wir geben den letzten Befehl hier aus und den letzten Command-Token, um wieder beide Einheiten zu aktivieren. Erster Skill ist Bewegung. Mit dem ersten Skill kam der Kaisotsu-Hacker hier an das Missionsziel heran. Die Ryoken Unit ist ohnehin schon am Missionsziel fast gestanden. Die ist jetzt auch ans Missionsziel rangegangen, werden mit dem zweiten Skill jeweils drücken versuchen. Der Kaisotsu ist hier Gott sei Dank außerhalb der Sichtlinie von beiden. Daher werden die gar nicht erst was versuchen, sich umzudrehen, weil sie danach eh keine Aktion mehr haben und das Spiel vorbei ist. Die werden also nichts mehr machen. Und hier aber hat die Alpha Unit noch eine Sicht auf die Ryuken Unit und wird auf sie schießen. Und übrigens, kleiner Fehler, die Alpha Unit ist überhaupt nicht in Suppressive Fire, die hat ja gar keine Waffe dafür. Und sie wird hier jetzt in dem Fall mit der Light Shotgun auf die Ryuken-Einheit schießen. Das ist ein Schuss auf die 11. Trifft. Minus 6 natürlich aufgrund des Mimetismus. Das heißt auf die 5. Der 4er trifft dabei noch immer. Und ein Rüstungswurf auf 11 oder höher. Nicht geschafft, das ist die Ryuken Unit, nein, auf alle Fälle wieder bewusstlos am Ende der Order. Aber jetzt kommen wir noch zu den beiden Hacker-Aktionen, beziehungsweise den Aktionen der beiden Hacker, die noch mit dem jeweils zweiten Skill versuchen wollen, die Konsolen, die Antennen zu aktivieren für die JSA. Fangen wir hier gleich mit dem Kaisotsu-Hacker an. Der hat einen VIP von 12 plus 3, weil er Hacker-Bonus bekommt, ist auf die 15 und 2 Würfel. Hat er beides Male geschafft. Also diese Antenne gehört der JSA und für die Ryuken-Einheit auf die 16. Die hat VIP von 13 plus 3 Bonus ebenfalls, weil Hacker und 2 Würfel. Auch hier beides geschafft. Somit ist die Ryoken Unit am Ende jetzt noch bewusstlos, hat aber hier das Missionsziel, also die Antenne, auch nochmal aktiviert für JSA. Wir bestimmen jetzt noch die Siegespunkte und dann sind wir gleich bei der Nachbesprechung zurück. Und das sind wir nun mit der Nachbesprechung und den Siegpunkten. Das Spiel ging mit, wie wir hier sehen, ich werde es gleich nochmal erklären, mal grundsätzlich, das Spiel ging mit 6 zu 3 an die JSA, die es zum Schluss mit der letzten Aktion dann doch noch geschafft haben. Und dann kommen wir hier schnell zu den Siegespunkten. Das Spiel ging schlussendlich dann doch noch glücklicherweise für die JSA positiv aus mit einem Sieg der JSA 6 zu 3 gegen die O12. Und zwar der beiden letzten Hacker-Aktionen hat es die JSA geschafft, die beiden Antennen unter ihre Kontrolle zu bekommen. Dafür gab es jeweils 2 Punkte, sind 4 Punkte. Der 5. Punkt ist dann der Kaisotsu, der am Ende jetzt noch an der Antenne dran stand
und sie kontrolliert hat, wäre die Ryokan Unit 9 ebenfalls nur jetzt noch stehen geblieben und nicht bewusstlos, dann wären das sogar 6 Punkte und nicht 5. Und das Classified Objective Extreme Prejustice hat die JSA ebenfalls erfüllt mit der Ryokan Unit Einheit, die eben den Sniper auf dem Gebäude erledigt hat, also dann mit Coup de Grace. Das macht dann insgesamt also 6 Punkte für die JSA. Einen Punkt haben sie, wie gesagt, zum Ende noch liegen gelassen durch die bewusstlose Ryokan Unit 9. Und bei der O12 sind es dann schlussendlich 3 Siegespunkte geworden, eben durch das Halten bzw. des Kontrollierens des Tech-Coffins in der Mitte des Spielfelds durch die Alpha-Unit, die da jetzt noch dran steht. Das gab 3 Punkte und das Classified Objective HVD Identity Check haben sie leider nicht geschafft, beziehungsweise hat O12 dieses ausgetauscht zu Beginn des Spiels gegen Secure HVD, was sie ebenfalls nicht geschafft haben. Sie stehen zwar am HVD dran, aber nicht alleine in der Kontrollzone und damit bekommen sie diesen Punkt nicht und das Spiel endet damit 6:3 für die JSA. Das war ja nun unser erster Infinity N4 Battle Report. Bitte schreibt uns gerne in die Kommentare, wie euch das Ganze gefallen hat, auch in Bezug auf die Punktegröße. Wir haben das einfach mal ausprobiert, vor allem weil schon länger kein Infinity mehr gespielt wurde. Einfach mal ein kleines 150-Punkte-Spiel und das Ganze einfach mal mit aufgezeichnet. Und nach der ersten Runde wollten wir das Spiel eigentlich schon aufhören, abbrechen und eigentlich zumindest nicht mehr weiterfilmen, aber im Endeffekt, es ist dann doch noch ein bisschen spannender geworden. Nach der ersten Runde haben wir uns eigentlich gedacht, okay, eine nur 32 Zoll Aufstellung, also ein 24 mal 32 Zoll großes Spielfeld mit 12 Zoll Aufstellung, da stehen die Einheiten schon sehr nah beieinander. Das hat man ja auch gesehen mit den HVDs, die man ja eigentlich nicht vernünftig außerhalb von 4 Zoll zur Aufstellung platzieren hätte können, weshalb wir uns da ja umentschieden haben, das anders zu machen und eben auch infiltrierende Einheiten oder welche mit Forward Deployment, wie zum Beispiel die Ryokan-Einheit oder auch der Gangbuster, die konnten eigentlich jetzt nicht so übermäßig vernünftig platziert werden. Daher wollten wir wirklich nach Runde 1 schon aufhören, haben uns aber Gott sei Dank dagegen entschieden. Im Endeffekt, das Spiel hat uns dann doch recht viel Spaß gemacht. Nicht unbedingt, dass wir jetzt nur mehr 150 Punkte spielen werden oder wollen, aber auf alle Fälle mal für zwischendurch, weil es doch ein ganzes Stück schneller gegangen ist als die regulären Infinity-Spiele mit der doppelten Punktezahl. Auch vom Gelände her ist es ja okay, muss man vielleicht noch ein bisschen was machen, aber an und für sich war es dann für so ein schnelles Spiel schon ganz okay. Auch als Battle Report ist dann doch noch etwas spannender geworden. Auch wenn man natürlich gleich sagen muss, es sind sicher die einen oder anderen Fehler natürlich auch aufgetaucht oder passiert oder man hat Sachen vergessen, die erst im Nachhinein aufgefallen sind oder uns bis jetzt noch gar nicht aufgefallen sind. Also alles, was dort natürlich euch wiederum auffällt, sofort bitte in die Kommentare schreiben. Wir wollen versuchen, das natürlich beim nächsten Mal dann einzupflegen bzw. besser zu machen. Aber wie gesagt, zum Spiel selbst, nachdem wir uns dann entschieden haben, eben dann doch noch weiterzuspielen und das Spiel auch aufzunehmen, ist es dann doch noch interessanter geworden, finden wir. Kann man sich doch ganz gut ansehen. Schätze ich mal, ganz gut interessantes Spiel dann noch rausgekommen dabei. Und noch vielleicht zum Abschluss. Es ist bereits eine Spielmatte auf dem Weg zu mir, eben mit dem regulären Maßen von 48x48
soll. Damit ist es auf alle Fälle dann schon mal hier möglich, größere Spiele zu machen auf 200 Punkte. In Bezug jetzt auch auf die Breite des Spielfeldes, weil das hier der Tisch nicht ganz die 48 Zoll schafft in der Breite. In der Länge geht es sich aus, aber in der Breite nicht. Daher, aber mit der Matte und auch noch mehr Gelände ist es ja noch genug da, geht es definitiv, dass wir dann auch 200 Punkte Spiele machen können. Also da bitte mal gerne Infos von euch, ob ihr gerne mehr 150 Punkte Spiele sehen wollt. Machen wir natürlich gerne, oder sonst 200 Punkte Spiele. Oder die andere Möglichkeit, da es ja, wie gesagt, eine 48x48 Zoll Matte ist, die auf dem Weg ist zu mir, sind dann natürlich auch 300 Punkte Spiele möglich. Und dort natürlich auch die Frage an euch, würde es euch interessieren, auf dieser etwas kleineren Spielfeldgröße mit, ich sage jetzt mal, 48x36 Zoll, die mein Tisch hier breit ist, ob das für euch in Ordnung gehen würde für 300 Punkte Spiele, oder ob ihr da dann doch eher sagt, nein, wenn 300 Punkte, dann bitte auf 48x48 Zoll. Und ansonsten natürlich auch, ob mit dieser Möglichkeit hier dann 200 Punkte Spiele auch interessant wären, die ohne irgendetwas natürlich hier dann möglich sind mit der Spielmatte in Zukunft. Wird wahrscheinlich noch eine Woche oder zwei dauern, bis das da ist bei mir, aber das geht sich bis dorthin schon aus, bis wir dann den nächsten Battle Report aufnehmen werden.